la 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 I love you, I love you, I love you, so sowieso. Lieb die linke, liebe dich, ich lieb die ganze Welt und mich. La 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 la. Also, meine Damen und Herren, könnt ihr da mal aus... Meine Damen und Herren, ich bin etwas aufgeregt. Das ist mein erster Auftritt, mein Solo-Auftritt. Also, ich habe hier die Biermann, das Grauen, die Grauen-Show. Und ich darf heute euren ersten, unseren ersten Stargast vorstellen, den Virus. Applaus bitte! Hallöchen, bonjour. Oh, wie ich sehe, haben Sie sich ja ganz schick gemacht. Ja, ich bin eine Grippe im Anzug. Aha, aber beliebt sind Sie ja nicht gerade. Nö, immer wieder das Gleiche. Also, entweder Sie wollen mich gar nicht, oder aber Sie wollen alle gleich mit mir ins Bett. Singt ihm doch mal bitte das hohe Vitamin C. Sehr, sehr witzig. Aber ich könnte Sie doch mal besuchen kommen. Ich bleibe auch nicht lange. Ich komme 3 Tage, bleib 3 Tage und gehe 3 Tage. Uah! Sie können aber auch zu mir kommen. Ich lebe ganz entzückend in einer Nebenhöhle. Und Sie treffen mich auf den Krankenstationen, in den überfüllten Wartezimmern, überall da, wo an Reinigungspersonal eingespart werden wurde. Ja, da finde ich schnell ein Zuhause. Ist ja alles ganz schön und witzig, aber im Moment können wir uns keine Grippe leisten. Was? Sind Sie auch pleite? Ich zum Beispiel musste gestern Influenza anmelden. Dass er sich das sagen traut, ist ja krank. Hey, ich komm gleich rüber und steck dich an. Bäh! Ich fühle mich so einsam. Meine Frau hat mich gestern verlassen. Wir hatten uns bei einer Tröpfcheninfektion kennengelernt. Sozusagen beim ersten Nieser. Ja, wir wollten zusammen ausbrechen. Wir wollten uns vermehren. Und dann meinte sie, ich mache sie krank. Das hat mich völlig aus der Blutbahn geworfen. Und dann hat sie mir Impfwörter hinterher geschrien und ist durchgebrannt. Ja, jetzt lebt sie auf einer Krankenstation und treibt es mit den Keimen. Hui. Ja, ich müsste mal diesen Andi vorbeischicken. Diesen Andi. Andi? Antibiotikum. Ist ja wohl. Tja, naja. Und was machen Sie jetzt? Tja, um meine Zukunft mache ich mir keine Sorgen. Die liegt auf meiner Seite. Die Privatpatienten lassen sich gut meiden. Und die Notversorgung ist mein Paradies. Da treffen Sie kaum noch irgendwelche Krankenschwestern, Ärzte oder Reinigungspersonal. Die sind sozusagen alle mit mir in intimeren Kontakt getreten. Wie bitte? Ja. Moment mal, das geht gar nicht. Ja, die liegen ganz fiebrig und heiß mit mir im Bett. Hier. Boah, das Programm der Linken, Hilfe! Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, nur mit der Linken können wir heil aus der Notversorgung rauskommen. Nur mit der Linken werden wir eine gesunde Gesellschaft werden. Nur mit der Linken und viel Liebe im Herzen. Kann die Linke... Moment, ein kleiner Sinkfehler. Moment, 1, 2, 3. Kann die Linke Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sie wählt, wenn man einmal alles, was zählt, versucht? Kann die Linke wirklich Sünde sein, wenn man immer zu an eine nur denkt, wenn man ihre Stimme schenkt?
Vor Glück, niemals werde ich bereuen, was ich tat und für die Linke geschah. Dazu müssen Sie uns verzeihen, dazu ist sie nämlich da. Die Linke kann nicht Sünde sein, doch wenn sie es wäre, dann wär's mir egal, lieber will ich sündigen mal, als ohne Linke sein. Au revoir, Monsieur Damme, auf Wiedersehen, macht's gut, viel Glück bei der Wahl, macht euer Kreuz an der richtigen Stelle. Tschüss. Ja.